Hallo Leute. Hallo Leute, ich bin's, der Smilefriend, und heute starte ich das Let's Play von SimCity Builded. Hallo Bürgermeister, ich bin Eva, Ihre Beraterin. Ich helfe Ihnen bei den ersten Schritten. Zunächst müssen wir die Verbindung zwischen Ihrer neuen Stadt und der Autobahn herstellen. Okay. Das Verlegen von Straßen ist ganz einfach. Ziehen Sie die gewünschte Straße mit dem Finger und tippen Sie dann das grüne Häkchen an. Okay. Gute Arbeit, wir sind jetzt mit der Autobahn verbunden. Das heißt, die Sims können zu uns in die Stadt kommen. Ihre kleine Stadt ist jetzt auf der Karte sichtbar. Als nächstes brauchen wir Häuser für die wachsende Bevölkerung. Die Sims bauen in den ausgewiesenen Wohngebieten Häuser. Weisen Sie ein Wohngebiet an der Straße aus, um den Sims schöne Grundstücke bereitzustellen. Okay, ich stelle das mal dahin. Dieser Bereich ist bereit für die Bebauung. Tippen Sie den gelben Bauhelm an, um zu sehen, welche Materialien Ihre Sims zum Bau brauchen. Okay, ein Stahl. Wenn Sie Häuser bauen, verdienen Sie dabei Simoleons. Außerdem kommen Sie dadurch dem nächsten Levelaufstieg näher. Ausgezeichnete Arbeit, Bürgermeister. Sie haben gerade Ihr erstes Viertel errichtet. Die Herstellung von Baumaterial ist ein wichtiger Teil Ihrer Aufgaben. Bauen wir zuerst einmal den Baustoffhandel, um einige Nägel herzustellen. Stellen wir den Baustoffhandel in der Stadt auf. Aber nicht vergessen, das Haus muss sich an einer Straße befinden. So. Gut gemacht, stellen Sie jetzt ein paar Nägel her. Tippen Sie dazu den Baustoffhandel an. Okay. Tippen Sie die Nägel an, um sie einzusammeln. Ich stelle mal gleich noch mehr her. Die brauchen nämlich 5 Minuten, dann sind die schneller fertig. Gute Arbeit. Verwenden wir die Nägel, um noch mehr Häuser zu bauen. Tippen Sie den gelben Bauhelm an, um die Nägel zu verwenden. Ich fürchte mich im Dunkeln. Drehen Sie bitte den Strom auf. Okay, gerne. Die Stadt braucht Strom. Entscheiden Sie sich zwischen der sauberen Windenergie oder der günstigen Kohle. Achten Sie nur darauf, die Verschmutzung möglichst gering zu halten, damit die Sims weiter zufrieden sind. Das heißt, dass die Häuser nicht in dieser Nähe von diesem braunen Bereich sein sollen. Das heißt, hier wäre es sehr schlecht. Hier wäre es okay. Ich platziere das einfach dahin. Ja, dahin. So. Ich hab Strom. Adieu, finstere Nacht. Sie brauchen Metall für Ihre aufstrebende Stadt. Bauen wir eine Fabrik, um den Rohstoff herzustellen. Die Fabriken stellen die Rohstoffe her, die fürs Wachstum der Stadt erforderlich sind. Ja, die haben auch so einen braunen Bereich, deshalb stelle ich die jetzt mal hier hin. Ne, hier. Schmieden wir etwas Metall. Tippen Sie hierfür die Fabrik an. So. Tippen Sie das Metall an, das Sie gerade geschmiedet haben, um es an sich zu nehmen. Noch ein bisschen mehr.
verbessern sie die Häuser der Sims, damit sie schöner und größer werden. Was für ein Gestank. Wir brauchen Duschwasser. Dann nehme ich mal das hier. Dann mache ich das mal dahin. Toll, ich rieche um 200% besser. Hallo, mein Name ist Heinz. Ich bin der Bürgermeister von der anderen Seite der Bucht. Schauen Sie doch mal bei mir vorbei. Okay. Zum Glück sind die Ladezeiten in diesem Spiel auch nicht sehr lang. Also es geht ziemlich schnell. Okay, es ruckelt ein bisschen. Hier bekommen Sie immer Objekte, die Ihnen bei der Entwicklung der Stadt helfen. Tippen Sie einfach mein Handelsdepot an, um zu sehen, was ich aktuell zum Verkauf anbiete. Okay, das ist dann das Handelsdepot. Die Nägel wären nützlich. Ach, ich kauf einfach alles. Vielen Dank für den Besuch. Kommen Sie morgen wieder. Ich habe jeden Tag neue Artikel im Angebot. Ja, vielen Dank. Ich würde mich trotzdem mal gerne umschauen. Es ist ganz schön groß und verteilt, die Stadt. Aber wirklich viel gebaut hat er nicht. Nachdem schon die ersten Sims zugezogen sind, brauchen wir einen Namen für die Stadt. Tritonal, was ist das bitte, ja? Smile Friend. Ups. Friend Stadt. Wie spannend, die Stadt ist bereit für ihr erstes Verwaltungsgebäude. Jede gut geführte Stadt braucht einen Gemeindehaus, Bürgermeister. Das mache ich mal dahin. Gut, Bürgermeister, jetzt sind Sie bereit für den nächsten Schritt. Lassen Sie die Stadt weiter wachsen und halten Sie die Sims bei Laune. Okay. Werfen wir einen Blick in Ihr Stadtjournal. Meine süße Kleinstadt. Die Reise des Bürgermeisters beginnt. Zeit, die großartigste Stadt überhaupt zu errichten. Metall herstellen und sammeln, 2 von 10. Nägel herstellen und sammeln, 1 von 2. Schaffen Sie Wohngebiete 0 von 3. Okay. Bevor wir beginnen, das alles zu bauen, mache ich das erstmal so und ziehe das dann hier lang. So, ich glaube, das steht dann im Weg ein bisschen. Wenn ich das hier lang ziehe, muss das auch noch ein bisschen hierhin rutschen. Ja, genau bis dahin. Ich werde hier so ganz lange gerade Straßen bauen. Ich weiß, jetzt werden die Bewohner unglücklich, weil das hier im Radius ist. Ich stelle das mal gleich dahin. So. Noch mehr herstellen. So.
So. Und, ist das da richtig? Ja, ich glaube mal schon. So. Jetzt habe ich ganz gerade lange Straßen. Kann ich das hier wegmachen? Und das hier wegmachen? Dann verschiebe ich die Häuser mal gleich hierher. So. Die Fabrik, die stelle ich mal da oben hin. Das hier stelle ich da hin. Den Wasserturm. Moment. Das hier stelle ich da hin. Ich glaube, ich tausche das hier nochmal so und so. Ich glaube, ich mache das doch lieber so. Ja, ich lasse das jetzt mal so. Noch eine Fabrik direkt daneben, die auch Stahl herstellt. Oh, schöne Beleuchtung. Ist anscheinend neu. So, dann brauche ich noch mehr Häuser. Hier eins hin, da eins hin und da eins hin. So. Zwei Stahl, ein Nagel, drei Stahl. Oh, schön, ich bin Level 2. Und noch eine weitere Fabrik. Die Folge geht schon 12 Minuten. Ich mache immer so 10 bis 15 Minuten lang. Metall herstellen und sammeln. Ja, ja, ja. Schaffen Sie Wohngebiete. Ach so, okay. Hallo Bürgermeister, wir brauchen mehr Straßen und Gebäude. Erweitern Sie die Hauptstraße, das habe ich eigentlich schon gemacht. Schaffen Sie Wohngebiete 0 von 3. Bauen Sie Wohngebiete aus 0 von 3. Moment. So. 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 Zählt das, wenn ich hier so einen kleinen Fitzel mache? Nein? Ach doch, okay. Gut. So. Okay, jetzt muss ich nur noch 4 Stahl einsammeln. Und Holz einmal. Oh cool, unsere erste Kiste. 400 Simoleons. Ja, sind ganz nützlich. So, dann mache ich das hier noch. Das hier noch. Und das hier noch. Was fehlt danach noch? Ah, 3 Wohngebiete ausbauen. Mache ich das einmal. Oh. Das einmal und dann kann ich gar nichts mehr machen. Und bin auch schon Level 3. Spezialkategorie freigeschaltet. Parks. Park mit kleinem Brunnen. Park für moderne Kunst. Ja, okay, toll. Alle Sims mögen Parks. Sie treiben in den umliegenden Wohngebäuden die Bevölkerungszahl nach oben. Anzeigen. Parks. Okay, 4000, 5000, oh, 140 Simcash, okay, habe ich nicht. 5%, 10%, 8x8, 6x8, ich glaube, ich nehme das. Oh, Moment, ich glaube, das hier muss ich mal wegmachen.
Komm, dahin. So. Fischmarkt à la Alter Palastgarten. Ja, ich hätte gern trotzdem den hier. So. So. Das da kann weg. Mache ich das wieder dahin. So, ist doch schön. So, und das kann auch noch dahin. So, nur ein bisschen mehr Stahl. Oh, die Zeit ist eigentlich schon um. Bürgermeister, sehen Sie sich die Sprechblasen mit unseren Meinungen an. Sie bekommen dafür vielleicht ein spezielles Geschenk. Okay. Haben Sie die blauen Leisten gesehen, als Sie das Gebäude aufgestellt haben? Wenn sich die Leisten füllen, wächst die Bevölkerung. Meint sie. Die da? Ja, ich glaube schon. Okay, ja, das war's dann, glaube ich, auch schon für diese Folge. Die Folgen sollen normalerweise nur 10 bis 15 Minuten gehen, aber die ist halt jetzt schon fast 17 Minuten lang. Okay, Leute, wenn es euch gefallen lasst und ihr mehr wollt, dann lasst mal bitte ein Like da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst auch mal bitte ein Abo da. Also, dann bis zum nächsten Video. Und tschüss.